Herzlich willkommen zu MusoTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum MusoTalk Praxistalk. Thema heute ist Mixing und ich habe wirklich eine Reihe von wirklich erfahrenen Studiogästen diesmal in der Runde. Und hier bei mir im Hauptstadtstudio ist der Andreas. Hallo Andreas. Hallo Non-Erik. Wie geht's? Andreas, Widersprecher Balaskas. Sie? Richtig. Alles klar, super. Einspruch. Einspruch, genau. Du warst ja schon dabei, als wir das Thema Mastering am Start hatten. Und da bist du nun wirklich super profiliert. Da habe ich mir hier mal aufgeschrieben, du hast also tatsächlich gemastert von Rosenberg, Marianne, Sido, Ich und Ich und Peaches. Man kann also sagen, du hast alles quer schon mal irgendwie... Du hast den Max Rabe noch vergessen. Ach, das ist so eine ganz andere Richtung. Dann haben wir noch dabei den Matze. Nennt man dich so Matze oder was? Den Matze nennt man Matze. Hallo. Alles klar. Und du sitzt auch in Berlin? In der Nähe vom Hansa-Studio, ist das richtig? Ja, ungefähr 12 Meter. Ah, 12 Meter, das ist ja gut. Ich bin im zweiten Stock und die Jungs sind im vierten Stock. Alles klar. Also du bist an einer, wie sagt man so schön, historisch aufgeladenen Stelle, wenn es um Musik machen geht. Ja? Ich habe mir hier bei dir aufgeschrieben, dass du gerade im Stress bist mit DSDS. Da arbeitest du gerade dran, hast aber auch schon Sachen gemacht für Juliane Werding, Amen, habe ich gefunden, und Everlasting, also auch ein relativ breites Spektrum. Ja, das sind ja alles Jugendsünden von damals. Alles klar, gut. Dann habe ich dabei aus Offenbach, nee, man sagt doch da immer, zum Schein immer, haben wir doch früher immer gesagt Frankfurt. Frankfurt, wir sind Frankfurter hier. Eigentlich schon, ne? Die riechen nur anders. Genau, auf dem Auto steht, mein Freund ist Offenbacher, gibt es einen Aufkleber. Alles klar. Und gut, Martin, USP-Studio. Na, wir kennen uns schon seit 20 Jahren. Wenn es reicht. Ja, wenn es überhaupt reicht, denn deine Wirkungsstätte war nur ein paar Meter von meiner damals, im alten Logic-Gebäude, Logic Records, wo viele, viele Welthits und viele auch von dir entstanden sind. Du machst sehr viel mit Moses P für 3P, ihr habt gemacht und macht Sabrina Settlur, Glashaus, ihr habt die Cassandra Steen, habt ihr viele Titel geschrieben fürs letzte Album. Ja, und wir waren auch kürzlich bei dir, was heißt kürzlich, vor einem halben Jahr etwa, wo wir dann zusammen mit Luca das SPL Neos angecheckt haben. Gut. Ja. Und dann noch dabei aus, wo ist das eigentlich genau? Sagen wir, es ist zwischen Karlsruhe und Heidelberg. Okay, alles klar. Und da sind die Hofer Studios, da ist das Hofer College, da ist alles rund um Hofer. Und da werden auch diese tollen Akustikmodule hergestellt, die wir im Hintergrund sehen. Ja, euer Top-Produkt. Und du machst für Hofer das College, bist einer der Tutoren, richtig? Unter anderem, genau. Genau. Ich bin aber auch im Studio als Toningenieur angestellt und mache da die eine oder andere Produktion. So, dann möchte ich jetzt noch mal kurz Werbung machen in eigener Sache. Denn am Montag ab 6 Uhr bei uns online angezerrt, da checke ich mit den Kollegen Wolfgang Pohl im Just Music in der Gitarrenabteilung die neue Ampeg-Kombo an. Das ist die GVT 512 und das werdet ihr hier sehen, hier auf diesem Sender. Ab Montag 6 Uhr. Gut, dann habe ich die Werbung untergebracht in eigener Sache. Dann können wir jetzt mal zur Sache kommen. Mixing ist ein Thema für eigentlich jeden, der irgendwie selber eine eigene Aufnahme machen will. Und im Vorfeld gab es eine Menge von Fragen. Und eine war dann immer so, ja, was für Plugins könnt ihr denn empfehlen? Andreas, Einspruch, ne? Widerspruch, widersprechen. Warum geht das schon gar nicht? Weil die Leute haben immer so das Gefühl, so, da gibt es irgendwie so ein Geheimnis, da gibt es ein ganz toll, das beste Plugin, den besten EQ, das beste Mastering-Plugin. Hm. Und nur wenn ich das rausgefunden habe und mir die Profis erzählt haben, was die benutzen und sagen, das ist das Beste, dann kann ich das auch machen. Ja, Warum kann das nicht funktionieren? Das ist natürlich so. Das ist genauso, wie es das beste Mikrofon gibt.
Komischerweise haben die meisten großen Studios hunderte von Mikrofonen. Das heißt, es gibt nicht das beste Mikro, sondern es gibt quasi immer nur vielleicht ein oder mehrere passende Mikros für den Anwendungszweck. Und genauso ist es bei Plugins auch. Das heißt, du hast unter Umständen eine Vielzahl von Plugins und gerade in dem Moment finde ich, dieses Plugin passt einfach zu dem Sound, den ich erreichen möchte und eben das andere nicht. Und im anderen Fall ist es vielleicht auch wieder anders, ist natürlich auch genreabhängig und aber das also Thema können wir relativ schnell abhaken. Ne? Da können wir heute keine Empfehlung für irgendwelche Plugins abgeben, weil das, was für den einen funktioniert, funktioniert beim anderen eben nicht. Das ist alles Geschmackssache, sagte der Affe, als er in die Seife biss. Genau, und wir haben ja gestern bei dir und durften einen Hausbesuch in deinem Masterlab machen. Und da haben wir ja gesehen, du hattest für jede Aufgabe hattest du ein eigenes Hardware-Tier, das man stärken dann und dann ausspielen kann. Also das ist schon mal auf jeden Fall mal die erste wichtige Message an alle, die jetzt zuschauen. Davon müsst ihr euch verabschieden. Es gibt jetzt hier heute nicht den Tipp für das Plugin der Firma XY, mit dem ihr jetzt auf jeden Fall in jeder Situation glücklich werdet. Da fragen wir aber trotzdem mal den Matze. Jetzt haben wir festgestellt, es gibt nicht das super Tool, aber es gibt doch sicherlich, sagen wir mal, Strategien, die, egal für was für Musik man macht, funktionieren. Ich sag mal jetzt zum Einzelnen, das ganz Einfachste ist, beim Musikmischen ist ja mehr immer weniger. Denn mehr Spuren, mehr Informationen wird es meiner Meinung nach immer schwieriger zu mischen. Ich habe mir das früher mal zur Regel gemacht, erstmal auszusortieren, ob es da vielleicht die eine oder andere Spur gibt, die ich vielleicht gar nicht brauche. Ja, das nennt man dann übrigens produzieren. Okay. Und das Dumme ist, dass wir dafür eigentlich auch Credits kriegen müssten, aber das kriegen wir dann in der Regel nicht. Ja, Strategien. Also ich fange immer mit den Vocals an und erst wenn ich weiß, dass die Vocals so einigermaßen okay sind, schiebe ich den Rest hoch. Und in der Regel dauert es dann nur 2-3 Stunden, bis dann so ein Mix steht. Und viel zu viele Spuren kriegt man sowieso heutzutage immer angeliefert. Also da gibt es da eine Doppelung und 40 Vocalspuren und 3 Keyboardflächen, 5 Snares. Und dabei könnte man alles zusammenfassen, so wie früher. Früher hatte man 24 Spuren auf der Maschine und da musste alles drauf stehen. Aber da hattest du aber auch manchmal auf einer Spur mehrere Instrumente. Das war auch nicht gerade lustig. Das kenne ich nämlich noch, wo man dann im Mix quasi umschalten oder einen anderen Kanal patchen musste. Ne? Oder wenn man erstmal die Strophe gemischt hat und dann kam der Refrain und das Pult wurde umgebaut. Und zum Schluss hat man alle zusammengeklebt an der Maschine. Ist das generell für dich jetzt dadurch, dass wir so unendlich viele Spuren haben, tatsächlich ein Problem, dass das, was du mischen musst, einfach schon zu viel ist? Dass da nicht ausreichend produziert wurde? Das auf jeden Fall. Nimmst du denn tatsächlich dann auch Sachen raus? Der Kunde schickt dir 88 Spuren und du sagst, also 8 habe ich jetzt mal gemutet. Wunder dich nicht, wenn die Schelle im 27. Takt, die ja nochmal extra auf Spur 88 aufgenommen haben. Das würde ich niemals machen. Das würde ich niemals machen. Das ist ein Kündigungsgrund. Ja, ist ja auch so, man kriegt ja auch viel zu viele schlechte Stereo-Instrumente. Ne? Dann weiß ich nicht, Keyboards, die so unglaublich Stereo sind und man hat ja nur 2 Boxen, wo man es drauf mischen kann. Hm. Was ich dann oft mache, ist das Zeug wirklich Mono mache. Dann kann man ja Synthi A links, den nach halb links, Mitte, rechts, also so ein Stereo-Bild basteln. Das heißt also, du hast nicht das Problem, dass du zu wenig hast, du hast immer zu viel und musst erstmal aufräumen. Yep. Ist ein genereller Trend. Das wird ja dem Martin nicht passieren, ne Martin? Du nimmst ja selber auf, bei dir ist das ja ein Prozess, Producing and Mixing in einem. Richtig. Also ich habe das jetzt auch mal gemacht, letztes Jahr, dass ich mal so einen Mixing-Job gemacht habe. Das ist ganz interessant, das mal zu machen, aber im Regelfall schreiben wir die Sachen selber, nehmen sie selber auf und sind vom ersten Schritt bis zum Final Mix eben alleine daran beteiligt. Das heißt, das passiert bei mir nicht, dass ich irgendwas angeliefert bekomme, mit dem ich dann Probleme kriege. Aber viele Spuren haben wir auch. Also das ist so ein bisschen wie, gibt einem Rennfahrer Straße und er nutzt, gibt Mixer irgendwie Spuren, die Möglichkeit, 192 Spuren zu nutzen. Irgendwann komme ich da auch irgendwie an die Grenzen. Das passiert halt doch, dass man noch was probiert und weil es halt geht, weil man halt nicht eingeengt ist. Das war vielleicht nicht so schlecht früher mit den 24 Spuren. Das hat teilweise dazu geführt, dass man ein bisschen mehr sich aufs Wesentliche konzentriert hat, wahrscheinlich, ja. Kann ich mir schon vorstellen.
Jetzt hat Matthias auch noch erwähnt, er fängt mit der Stimme an, setzt erstmal die Stimme in den und baut dann im Prinzip den Mix um diese Stimme herum. Das ist ja jetzt bei den Musikstilen, mit denen du arbeitest, auch der Fall, dass bei euch eigentlich die Stimme der König ist. Arbeitest du dann auch so? Ja, der König, ja, ganz sicher das Wichtigste auch, wichtigste Element. Aber wir haben ja immer erst das Playback stehen, bevor wir, oder zumindest eine Art von Playback stehen, bevor wir Stimmen aufnehmen. Das heißt, bei mir wird es nicht so passieren, dass ich erstmal nur die Stimme mische, sondern da ist schon was da und ich mische immer die Stimme zu dem, was da ist. Und unser Mixing-Prozess ist halt einer, der sich über eine relativ lange Zeit hinzieht. Es ist nicht so, dass ich das jetzt aufs Pult oder in den DAW lege und dann jetzt anfange zu mischen, sondern ich mische im Laufe von teilweise Wochen, Monaten oder auch Jahren immer wieder an etwas, weil wir immer wieder zu einem Titel zurückkommen, bis zu einem gewissen Grad, an dem wir jetzt erstmal zufrieden sind, gehen oder bevor wir noch irgendwelche anderen Instrumente dazu aufnehmen wollen und dann zum nächsten, dass wir immer gleichzeitig an sehr vielen Sachen arbeiten und dieser Mixing-Prozess so immer stückweise sich aufbaut. Aber wie machst du das denn? Du hast doch machst du denn Total Recall über dein Pro Tools-System oder? Ja, ja. Mein Pult ist nichts anderes als ein analoger Summierer. Immer schon. Also auch noch bevor es dieses Board überhaupt gab, habe ich meinen Pult zum analogen Summieren genutzt, seitdem ich in Pro Tools mischen kann. Das ist jetzt das schon. Erste Pro Tools habe ich dir verkauft, das kam damals noch von den Garnier-Brüdern. Kai von Garnier, 1991. Genau. Okay, dann frage ich mal den Jonas. Ihr habt ja auch Mixing-Kurse im Hofer College. Und da haben ja die Schüler den großen Vorteil, dass die von euch ja schon Spuren bekommen. Genau. Nehmen den nicht auf, sondern die bekommen von euch die fertigen Spuren, machen einen Mix, senden den ein, du beurteilst das, gibst ein Feedback dazu. Genau. Was sind denn da so die häufigsten grundsätzlichen Probleme, die meistens auftauchen als erstes? Also da gibt es zwei Probleme, die ich oft sehe. Das eine ist, dass viel zu viel geschraubt wird. Da lädt man sich dann tonnenweise Freeware-Plugins aus dem Netz oder crackt sich irgendwelche Waves-Bundles oder so und denkt, man muss eben erstmal, bevor man irgendwas macht, auf jede Spur einen Kompressor drauflegen und überall ein EQ und dann in jeden Insert auch noch ein Hallgerät reinknallen. Und dann packt man es viel zu voll und verdreht die ganzen Spuren. Und das zweite Problem, was oft auftaucht, ist, dass man die Spuren zu gleichberechtigt mischen will, zumindest so wie ich das empfinde. Also, dass man versucht, jedes Element laut zu machen. Und das geht halt einfach nicht. Und ich versuche oft, die Leute so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass man eben sich entscheiden muss. Wenn ich jetzt da eine Solo-Gitarre habe und Vocals, dann muss ich jetzt gucken, wie kriege ich das unter. Und dann kann ich nicht auch noch die Keyboards und die Bassdrum und die Snare und den Bass laut haben vorne. Das geht halt nicht. Das ist ja genau das Grundproblem. Ne? Ich habe immer nur 100% genau. Und es kann nicht alles gleich wichtig sein, soll es auch nicht. Und man muss da Prioritäten schaffen. Und deswegen macht man es ja meistens so, dass man, also ich habe das auch so gemacht, wenn ich einen Track hatte mit Vocals, dass ich mich erstmal an den Vocals orientiert habe. Kurioserweise bei Techno-Tracks, bei meinen Trance-Tracks, war der Chef die Bassdrum. Da war es ganz wichtig, wie die Bassdrum sitzt. Und da habe ich tatsächlich auch, haben wir gestern auch drüber gesprochen, Vocal up, Vocal down. Ich habe auch tatsächlich Bassdrum up, Bassdrum down Mixe gemacht, weil man dann einfach mal, ich musste hier relativ viel hintereinander wegmischen und da gab es auch kein Total Recall. Zum Glück, ja, dann war man nämlich fertig. Wenn fertig ist, ist fertig. Und Feierabend, ja, yay! Yeah. Ne? Aber um dann eben nicht vielleicht dann doch einen gravierenden Fehler gemacht zu haben bei der Stimme oder bei der Bassdrum, habe ich dann einfach gesagt, oh, komm, ich mache noch mal einen, schnell noch mal einen Mix, wo ich die Bassdrum ein bisschen leiser, ein bisschen lauter mache, um dann einfach noch mal die Möglichkeit zu haben, das eventuell zu kompensieren. Andreas, wie würdest du das sehen? Das Grundproblem. Was ist eigentlich was jemand, der jetzt so anfängt, einen Mix macht, eigentlich immer unzufrieden damit ist? Wo würdest du sagen, wovon wird das gespeist? Inhalt, also, danklich. Es gibt natürlich da im Prinzip zwei Probleme. Man kann natürlich so arbeiten wie Martin, wo der Mixing-Prozess im Produktionsprozess immer dabei ist und man minutiös gewisse Dinge verändert.
Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber auch wirklich einfach mal zu sagen, okay, ich gehe einfach mal frisch da dran und lasse mich von meinem momentanen Gefühl leiten und schiebe mir das so hin, wie ich im Moment glaube, dass es richtig ist. Und das Interessante ist, dass es meistens richtig ist. Also jeder von uns kennt das wahrscheinlich auch, dass er einen Mix gemacht hat. Wahrscheinlich so ein Demo oder ein Rough Mix und versucht den dann hinterher noch besser zu machen und man merkt irgendwie, das geht gar nicht. Also irgendwie fehlt dem was. Der wird zwar cleaner, der wird schöner, der wird aufgeräumter, aber der hat nicht mehr diesen ersten Charakter, den man sozusagen aus einer Laune heraus vielleicht gemacht hat. Also ich glaube, man tendiert heute wirklich zu oft über zu prozessen, wie das im Mastering eben auch der Fall ist, dass man einfach zu viel will, zu viel machen will und eigentlich die wichtigen Dinge da ein bisschen verloren gehen. Also wirklich dann auch so ein bisschen Rohheit, ein bisschen Ecken und Kanten, die einen Song, einen Track wirklich hörenswert und interessant erscheinen lassen, anstatt alles glatt zu bügeln und dann irgendwie so eine Tiefkühlpizza zu haben, ja, die immer gleich schmeckt, aber eben auch ja, nur langweilig. Das ist ja auch dieses Problem mit diesem, genau wie du gesagt hast, man zieht irgendwann, sagt man, oh, ich komme jetzt gar nicht mehr klar, zieh die Feder alle runter und versuche es wieder neu aufzubauen. Man kommt nie wieder dahin, wo man vorher mal war. Und das ist dieses alte Demo-Problem, ne? Mein Demo war irgendwie frischer, war inspirierender und hat da eben funktioniert. Das ist aber natürlich heute ja oft so, wenn du Home Recording machst wahrscheinlich, dass man ja sowieso eigentlich immer diese Mix- und Produktionsphase sehr stark mischt. Richtig, man verliert natürlich auch darüber die Perspektive ein bisschen. Ja? Also wenn ich irgendwie 3 Stunden an der Bassdrum geschraubt habe, dann glaube ich, kann ich aufhören, da brauche ich nicht mehr an den Vocals rumzumachen. Ja? Also da muss man schon sehr konzentriert sein und sozusagen auch geübt sein, sich dann weiterzuentwickeln. Ja? Okay, also, Matthias, wenn du jetzt schon die Hälfte der Spuren deines Kunden gemutet hast, was du ja nicht machst, ja, was never. Niemals vorkommt. Es gibt ja sogar Mixing Engineer, wie heißt denn nochmal der Kollege, der auch sehr bekannt ist, der bei dir ein paar Meter weiter oben sein Studio hat. Sein Michael Ilbert? Ja. Michael Ilbert, ja. Der erklärte mir in einem Interview, was ich mit ihm gemacht habe, also dass er das auch macht, ne? Und dass er auch manchmal sogar noch Sachen dazu neu einspielt, Gott, die nicht funktionieren. Okay, aber lassen wir das Thema mal. Du hast jetzt die Files bekommen. Ich gehe mal davon aus, du hast sie irgendwie digital mittlerweile irgendwie als Pro Tools, Cubase, Wave, AIF, egal, gekriegt. Hast jetzt überlegt, ob du vielleicht die eine oder andere Spur heimlich muten kannst, was du nicht machen wirst. Was ist der nächste Schritt? Machst du erstmal einen Raffmix, ziehst alle Feder einmal hoch oder arbeitest du wirklich jetzt schon konsequent von der Stimme ab hoch? Naja, also in der Regel, wenn der Gesang steht und dann kommt irgendwie Rhythmus zu und dann ist ja der Song schon fast fertig, ne? Ja, frage ich mich, warum du überhaupt Geld kriegst, wenn das so einfach ist. Tut er ja nicht. Kriegt er nicht, alles klar. Dann hat sich die Sache. Jetzt wissen wir auch warum. Das ist ja viel zu einfach. Ist ja wirklich so in der Regel, also wenn dann so Gesang und der Beat stimmt, dann schiebt man auch den Rest noch ein bisschen dazu und dann kommt der Kunde dazu oder man schickt dem Kunden dann ein MP3 in der Regel und dann sagt er seinen Senf dazu. Mhm. In der Regel sagt er, es klingt aber nicht wie das Demo. Das stimmt schon. Genau. Hör doch mal ans Demo rein. Und dann sage ich, ja, aber okay, ich höre gerne mal rein. Dann warte ich einen Tag. Und dann schicke ich zum Mastering und dann ist alles gut. Ja, ja. Du sagst dann, ich soll es reparieren, ja? Mach mal, dass es so klingt wie das Demo. Genau. Und schicke dann die neue gemasterte MP3 dem Kunden und sage, so, jetzt hier alle Wünsche. Nein, Quatsch. Nee, das ist schon wirklich immer schwer, so ein Demo nachzubauen in der Regel. Ist, ja auch ist das blöder. Denn auf die Frage, dass der Kunde lebt emotional in diesem Rough Mix und Demo, ne? Und damit hat er dann ein Problem. Ja, aber das Problem ist dann nicht der Mix in der Regel, sondern das Problem ist in der Regel wirklich immer eher die Produktion, finde ich. Dann werden, weiß ich nicht, Bassdrums, Snares ausgesucht, die wirklich nicht mischbar sind zum Gesang. Oder einfach. Es ist dann viel zu viel oder die Sounds sind nicht optimal aufeinander abgestimmt. Was auch daran liegt, dass viele nicht gut hören können, weil sie keine richtige Akustik um sich herum haben. Also nicht nur keine guten Boxen, sondern auch wirklich keinen guten Raum. Und da kriegt man heutzutage Songs, die einfach teilweise nicht mischbar sind, beziehungsweise die wären schwer besser wie das Demo.
in der Regel kriegt man schon eine Demo, was total hochgeblasen ist mit, weiß nicht, L2, L3, was so halt gibt. Ja, da kann man nur versuchen, das irgendwie anders zu machen. Ne? Hm. So ein bisschen den Geist vom Demo aufzunehmen. Aber das Problem liegt immer in der Source eigentlich. Okay, das heißt also, du kämpfst damit und kannst dann ja natürlich auch nichts mehr an der Instrumentierung ändern. Du musst mit dem leben, was du bekommst. Ja. Genau. Und dann orientierst du dich erstmal daran, dass du die Stimme an den Start gebracht hast, setzt dann den Rhythmus dazu und der Rest geht dann von selbst. Genau, das ist ja auch immer so eine Sache, dass man, also ich versuche immer die Stimme wirklich super rüber zu kriegen, weil das ist das, was in den Demos immer nie der Fall ist, weil die ja jahrelang am Track schrauben und es ist alles super, die Bassdrum erschießt ein und es ist alles fett und hell und brutzelt und dann kommt es zu dem Zeitpunkt, jetzt haben wir gesungen, jetzt machen wir mal die Vocals an. Hm. Warum klingen die Vocals nicht? Weil einfach kein Platz mehr ist. Ne? Okay, dann haben wir ja mit dem Martin jetzt genau den richtigen Fachmann, der selber aufnimmt, der viel mit Vocals arbeitet und uns jetzt mal ganz kurz erklären kann, wie dieses Zusammenspiel ist zwischen den Vocals und dem Playback und vielleicht auch mal noch darauf eingehen kann, wie wichtig eigentlich das Abstimmen der Instrumente aufeinander ist klanglich, um überhaupt einen guten Mix zu machen. Du kennst das, wir alle kennen das, gleiche Equipment, anderer Song, schlechter Mix, ist auch nichts zu machen. Nächsten Tag, gleiches Equipment, anderer Song, überhaupt gar kein Problem, einfach nur die Regler hochschieben, alles passt. Ja, also das ist so ein bisschen so theoretisch, weiß ich gar nicht, ob ich das ausführen kann, wie ich das mache oder wie das funktioniert. Es ist einfach, glaube ich, die Tatsache, dass man es will, dass man ein gewisses Bild vor Augen hat, wie das Ganze klingen soll. Und wie der Matthias völlig richtig sagt, genau darum geht es. Ich habe natürlich von vornherein schon im Kopf, bei allen Mixen eigentlich, die ich habe, dass da die Stimme noch reingehören muss. Das heißt, ich sehe zu, dass ich von vornherein Platz lasse für die Stimme, dass ich schon im Drumming, dass ich bei einem ruhigen Titel, wo die Stimme leise ist, auch eine Bassdrum nehme, die nicht zu viel oben rum kickt, wenn ich relativ viele Bassdrums habe. Das fängt schon bei der Bassdrum an. Es ist bei allem eigentlich. Ich versuche immer im Kopf so ein bisschen Räume auszufüllen, wenn man es vielleicht so nennen will. Dass man sagt, also ich habe hier, da für die Stimme brauche ich das und das. Also da, das mache ich jetzt nicht zu. Das mache ich jetzt nicht dicht mit meinem Playback. Und das Ganze, wie gesagt, dadurch, dass es so baukastenweise funktioniert bei uns meistens, habe ich natürlich auch immer sofort die Kontrolle darüber, ob ich jetzt im Playback, ob ich jetzt irgendwie bei den Synthes einfach zu viel da in dem Bereich, in dem Frequenzbereich zugemacht habe, wo ich die Stimme. Was sind denn das für Frequenzbereiche oder für Instrumente, auf die du ganz besonders achten musst bei den Vocals? Also ich kenne das zum Beispiel, Gitarre ist zum Beispiel immer so, E-Gitarre, auch mal so ein, war für mich immer so ein Kampf mit den Vocals. Dann braucht man den richtigen Sänger für den richtigen Song, damit der dann frequenzmäßig. Du sagst es, es hängt natürlich ja von der Stimme ab. Ist es eine Frauenstimme, eine Männerstimme? Ist sie hoch, ist sie tief? Mhm. Es hängt auch von der Tonart ab, letztendlich. Ja, also da gibt es so viele Parameter, da kannst du nicht sagen, welche Frequenzen sind das. Also es kann auch ein Klavier stören oder ein Schlagzeug da reinbritzeln oder auch eine Gitarre. Absolut. Alles kann stören, ja. Aber wenn du vorher eventuell noch nicht weißt, wer es singen wird, dann kannst du dir trotzdem vorstellen, wo du aufpassen musst, wo du Löcher lassen musst, Freiraum. Ja, ich gehe, also es ist nicht so, dass ich da wissenschaftlich dran gehe und irgendwelche Frequenzen im Kopf habe. Das ist mehr so, das macht man mehr nach dem Gefühl. Und natürlich gibt es manchmal den Fall, dass es erstmal eine Frau singt und nachher dann doch ein Mann und das sogar in einer Oktave tiefer oder sowas gesungen wird, als es grundsätzlich vorher der Fall war. Dann muss man natürlich noch ein bisschen justieren und ändern. Aber grundsätzlich geht es darum, den Raum zu lassen für die Stimme. Das sind nicht nur einzelne Frequenzen. Das ist auch räumlich ein Platz. Auch, das ist halt meistens auch die Mitte. Dazu kommen dann eben noch über die Hallräume und über Effekte noch ein bisschen was dazu im Stereobild, was die Stimme angeht. Aber wenn die Stimme nah sein soll, was wir oft wollen, und dich direkt ansprechen, dann ist die ja auch relativ trocken in der Mitte und dafür musst du halt Platz haben. Ja. Okay. Jonas, ich buche bei euch einen Kurs. Mhm. Mixing.
Mhm. Und was ist das Erste, was du mir beibringen willst? als Start, wo geht's dann da los bei euch? Erstmal alle Plugins auslassen. Ah, oh, nee, also die habe ich doch jetzt monatelang alle gesammelt und gehortet und damit rumgespielt. Genau, genau. Na, das, also sagen wir mal, du bist wirklich blutiger Anfänger und fängst in unserem Basics-Kurs an, also der wirklich ganz unten startet. Da haben wir schon vorgemischt, verschiedene Subgruppen zusammengemischt und da geht es wirklich erstmal um die absoluten Basics und das wirklich erstmal Lautstärkenverhältnisse und Panorama. Und das versuche ich auch jedem zu sagen, der mich fragt, also die Frage, die du vorhin gebracht hast mit welche Plugins sind die besten für Vocals, keine Ahnung. Da sage ich auch immer, lass erstmal alle Plugins aus, mach mal deine Lautstärkenverhältnisse richtig und wenn du genug Platz hast, so wie wir es eben schon hatten, dass die Vocals stabil vorne stehen können, dann brauchst du da auch nicht mehr 5 Kompressoren draufhauen, damit du denkst, die muss jetzt irgendwie da durchkommen. Und wir fangen erst relativ spät damit an, über Kompressoren und EQs, vor allem über Kompressoren zu sprechen, weil wir halt erstmal sensibilisieren wollen für Lautstärkenverhältnisse und Panorama und dass man erstmal wirklich die Grundlagen macht. Und wenn eine Bassdrum viel zu leise ist, dann brauche ich nicht am EQ drehen und mehr Höhen geben, sondern ich muss halt erstmal lauter machen, wenn Platz ist. Okay. Na? Das heißt also, im Prinzip sollte man erstmal lernen, wie man mit dem Material ohne Bearbeitung irgendwie klarkommt. Also ich hatte die Gnade, Andreas, ich hatte einen Mackie-Pult, 8-Bus, ihr kennt das vielleicht auch alle, das gute alte 8-Bus, ja? Das hatte ja auch EQs. Aber die hat man besser nicht angefasst. Ja. Ja, ich habe da eine ganz lustige Anekdote dazu. Ich war ja früher viel als Live-Techniker unterwegs und wir haben da ein sehr großes afrikanisches Musikfestival gemacht. Mhm. Und da kam eine Band aus Nigeria mit ihrem eigenen Tontechniker. Mhm. Und wir hatten damals so eine riesen Analog-Konsole, live eben am FOH, mit einem 5-fach vollparametrischem EQ, also du hattest Gain, Frequenz und Q-Faktor und der Kollege stellte sich also hin, hat immer schön an den Reglern gedreht, hat aber zu allerletzt immer nur den Gain-Regler von dem EQ-Band benutzt. Das heißt, vorher hat er am Frequenzregler gedreht, hat so getan, als ob er hört, aber es hat sich ja nichts getan. Ja. Und irgendwo hat er den dann stehen lassen, dann hat er an der Filtergüte gedreht und fand das auch cool und irgendwann hat er dann diesen anderen Knopf, quasi den Filteraktivator sozusagen, benutzt und hat dann so ein bisschen gedreht und dann war das gut. Und wir standen daneben und dachten, der Typ weiß überhaupt nicht, was er macht. Ja. Aber schauen wir mal. Und das Endergebnis war so, der hat den kompletten Mix, also wirklich Live-Instrumente, eine große Band, nur über Faders und Pans gefahren und es klang fantastisch. Wenn jetzt die Gitarre zu schrill war, dann hat er die nicht weg-EQed, sondern er hat einfach einen Ticken leiser gemacht. Mhm. Und genauso hat er einen wirklich unglaublich harmonischen, geilen Mix gemacht und wir waren völlig platt. Und 4 Wochen später haben wir ihn auf einem anderen Festival getroffen. Gleiches Spiel, gleicher Sound. Also der wusste, wo er hin wollte, hatte aber nicht das technische Verständnis eigentlich, was er da macht. Und trotzdem hat es saugut funktioniert. Der Ansatz von Hofer ist im Prinzip da natürlich völlig richtig. Erstmal lernen, überhaupt Sachen zusammenzubringen und dann gucken, okay, wenn ich was reparieren muss, also sprich, wenn das Mikro falsch stand oder was weiß ich, man weiß ja nicht, wie die Aufnahmen jetzt sind, dann gehe ich daran. Okay. Martin, du hast genickt? Ja, ja, genau. Also das finde ich auch, das ist vollkommen richtig, dass man gar nicht jetzt anfängt, wenn die Verhältnisse nicht stimmen oder wenn kein Platz für die Stimme zum Beispiel da ist, gleich irgendwelche Instrumente, dann irgendwelche Kerben auszuschneiden im EQ und so weiter. Das ist irgendwo, kann man das mal machen? Erstmal tatsächlich einfach nur über Lautstärken. Ne? Das ist die erste und wichtigste Maßnahme. Darüber kann man schon den Mix hinkriegen. Auch was Gitarren, bei Gitarren habe ich zum Beispiel dieses Problem, von dem du gesprochen hast, selten, dass die Gitarren mir mit der Stimme irgendwie in die Quere kommen, weil wir die natürlich auch in der Musik, die wir machen, nie so laut haben, dass sie so eine wichtige Rolle spielen. Die haben immer eine Lautstärke, die überhaupt nicht problematisch ist in Verbindung mit der Stimme zum Beispiel. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass ich viele Probleme beheben kann, indem ich einfach die Lautstärkeverhältnisse entsprechend besser ausbalanciere. Bevor du Plugins verwendest, erstmal das und dann kannst du... Also erstmal der Tipp Nummer 1 heute wird sein, Finger weg vom Plugin-Folder. Ja, erstmal, so fangen wir erstmal an.
Matthias, ich nochmal die Geschichte mit dem Mackie-Pult. Ne? Also da ich ja nicht drehen konnte, habe ich dann immer den Mix oder den Sound vor dem Pult gemacht. Also eine Geschichte, die ich immer gemacht habe, ich habe einfach Sounds durchgehört, Bässe oder Flächen oder Synthi-Sounds, habe die durchgesteppt. Aber die gar nicht durchkamen von der Lautstärke, die zwar geil klangen vom Sound, aber die ich nicht durchgesetzt habe, die habe ich auch ausgelassen. Also ich habe wirklich versucht, ne, den Mix da drin zu machen. Aber du bist ja da in einer ganz schlechten Position. Du kriegst ja das ganze Zeug schon angeliefert, ne? Und da hat sich vorher vielleicht keiner Gedanken gemacht, ob das schon zusammenpasst. Ist das so? Das kommt schon vor, da gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, also Entscheidungen müssen getroffen werden. Und letztendlich sind dann auch meistens die Leute froh, wenn ich Entscheidungen für die treffe, ne? Dass ich sage, du, hör mal zu, ey, vier Flächen müssen in den Song wirklich nicht sein. Lass es die doch zusammenfassen oder so ein kleines Bild bauen oder auch mal ausmachen. In der Strophe die Fläche, im Refrain die Fläche. Und dann die vielleicht Trigger mit der Bass dran. Und dann sind sie in der Regel dann auch angetan. Also du hast tatsächlich im Saldo, also in der Mehrzahl, immer damit zu kämpfen, dass der Kunde zu viel will, in Anführungsstrichen, der hat so viel reingepackt und dass du dann eben Platz schaffen musst, ist es generell das Problem? Ganz oft ist ja auch so, dass so die ersten Probleme bis zum Ende, bis zum Mix vom Song durchgeschliffen werden. Ne? Also da die Entscheidung wird immer weiter nach hinten geschoben. Letztendlich bis zum Mastering. Also da kann er Andreas auch ein Lied von singen. Genau. Ist das so? Und dann, weiß ich nicht, mal angenommen, da wird ein Song produziert, eine Hip-Hop-Nummer. Und da ist jetzt das Schlagzeug, sage ich jetzt mal, zu hell. War schon vom ersten Demo an. Das wird durchgezogen bis zum Mix. Und dann kriegt man im Mix eine CD vorherig. Ja, ich möchte gerne, dass es so wie bei Jay-Z klingt. Und dann höre ich mir das an und dann denke ich so zu mir, dann produziere doch mal wie Jay-Z. Dann nimm Sounds, die vielleicht ein bisschen dumpfer sind oder ein bisschen dicker und auch homogener. Und dann fängt man an, das so zusammenzuschrauben, dass man so versucht, so diese Ästhetik hinzubekommen. Also was macht man? Man macht es dumpfer, gelber, grüner, schickt es durch die diverse Geräte oder Plugins. Und dann hat man jetzt ein neues Schlagzeug und dann merkt man, oh, der Bass, der passt ja jetzt überhaupt nicht mehr. Das Keyboard passt überhaupt nicht mehr. Die Gitarren sind, die sind sowieso immer zu hell. Und dann der ganze Song zerfällt. Ne? Das ist echt ein Problem dann. Und dann sitzt also der Kunde neben dir und sagt, lass es doch mal in den Raffmix rein. Und der war doch gar nicht so schlecht. Man also kann das ist sagen, dann lass es doch in Raffmix mastern oder... Das lachen wir ja schon aus der Regie hier. Also ich glaube, Matze ist da ja auf dem richtigen Weg. Also was ein Grundproblem, denke ich, bei der heutigen Art von Produktion ist, da man so viele Spuren hat, ich nenne es immer Kästchenmusik. Ja? Also sprich, man baut was in die DAW und dann sagt man Repeat bis St. Nimmerleins Tag. Und dann ist es natürlich so, dass ich irgendwann viele, viele Elemente habe, die alle gleichberechtigt sind. Und das ist genau der Punkt. Aber eigentlich ist es, sollte man sich überlegen, wie eine echte Band, wenn die das spielen würde, was natürlich für bestimmte Genres nicht geht, aber wie die das spielen würde. Das heißt, wenn ein neues Instrument kommt, ein neues Element, dann stelle ich das vor. Wenn es aber weiterläuft, dann nehme ich das normalerweise wieder im Mix zurück. Es läuft immer noch, aber es wird leiser. Dann wird wieder Platz für Neues entstehen. Das heißt, oftmals ist das Problem, dass irgendwas kommt rein und dann läuft das von Anfang bis Ende durch. Ja. Und du denkst so, okay, daran habe ich mich jetzt eigentlich satt gehört. Ja, ja. Aber und es gibt keinen Platz mehr für irgendwas anderes. Und genau so sehen. Da haben wir den Einsprecher. Letztes Mal hatten wir den Widersprecher, jetzt haben wir den Einspruch. Überhaupt ein Einspruch auf den Einsprecher. Nein. Hey. Oder Zustimmer. Unbedingt Zustimmer. Also ich gehe da sogar noch radikaler. Also ich vertrete die Meinung, wenn du beim Mixen eine Automation anschaltest, dann stimmt schon irgendwas nicht. Also ich bin jemand, der einfach Sachen ausmacht. Es gibt so eine wundervolle Funktion, muten. Also weiß ich nicht, ich find das Strophe, auch super. Nur eine Gitarre, Doppelung aus, dann kommt die Bridge, kommt die Doppelung zu und dann kommt der Refrain und dann werden die beiden nach links, rechts gepennt und dann wieder ausmachen. Also ich finde, an ausmachen ist das modernste Stilmittel, was es gibt bei Bei mancher Musik kann man auch einfach ausmachen.
Genau. Man kann ja einfach jeden ungeraden Track einfach muten. Und dann hat man ja schon mal was geschafft, wa? Und wirklich, und ganz oft merkt man es dann gar nicht so wirklich. Also das fällt nicht auf, dass Shaker 3 und 4 nicht mehr laufen, weißt du? Und das ist auch eine Geschichte, Matthias, die hatte ich früher auch. Kennst du noch, Analogpult? Am Ende des Songs kommt der Fade aus, geht's runter. Dann habe ich natürlich alle Tracks gemutet beim Mix, ne? Die jetzt nicht mehr spielten, damit ich am Ende nicht so viel Rauschen hatte. Ne? Und Brummen. So, jetzt hast du dann beim Mixen dann am Ende gemutet, aber dann habe ich oft vergessen, beim nächsten Durchlauf alle wieder zu demuten. Und habe dann nur gemerkt, ach, das ist ja geil. Track 9 lief ja gar nicht, war aber viel besser. Das kann aber auch extrem aufwendig werden. Roger Nichols musste nämlich irgendwann mal eine Snare wieder auf einen schon gemasterten Steely Dan Track draufbauen, die sie beim Mix einfach vergessen haben. Okay, ja. Alles klar. Also, aber das, gefährliche Sache. Aber ich denke, das Wichtige, was wir hier auch besprechen, das verliert sich so ein bisschen halt mit diesem digitalen Arbeiten zu Hause, ist Entscheidungen zu treffen. Also es war halt, ich sag mal, früher, ich bin jetzt ja auch noch nicht so alt, aber mit der Bandmaschine oder so, da hat man sich dann entschieden, wir haben jetzt keinen Platz mehr, dann entweder hauen wir die zwei Gitarrenmikrofone zusammen und machen es in der Strophe aus und wie Matthias sagt, im Refrain wieder an oder so. Und das verliert sich, wenn man an der DAW sitzt, wo man unendlich viele Spuren hat. Dann habe ich eben oft Leute, die mich dann fragen, ja und denn hier und keine Ahnung und so. Und dann muss man dann manchmal sagen, ja, er trifft eine Entscheidung. Passt die Gitarre da rein oder passt sie nicht rein? Und wenn sie nicht reinpasst, dann lass sie weg. Also das ist echt, und wenn was geil ist, dann mach's laut und wenn es nicht geil ist, dann mach's weg. Also man muss da definitivere Entscheidungen treffen einfach. Mhm. Da trauen sich manche nicht so ran, habe ich das Gefühl. Mhm. Das ist Produzentenentscheidung. Ja, klar. Ja. Aber absolut. Auch im Mix, ob ich jetzt irgendwie ein Element vorstelle, was dann wirklich laut ist und das dann danach wieder extrem zurücknehme und nicht eben, wie ich vorhin schon sagte, versuchen, alles irgendwie gleichberechtigt nach vorne zu mischen. Das geht einfach nicht. Und das ist ja auch mittlerweile so das Gefühl im Raum, es muss ja was an jeder Spur gedreht werden. Genau. Und das ist aber genau unbedingt eigentlich das, was man vermeiden soll. Also ein guter Mix ist wahrscheinlich eher der, an dem ich eben an den Elementen wenig machen musste und nicht der gute Mix automatisch der, wo, habe ich ja auch schon bei Kollegen von uns gesehen, die dann wirklich auf einer Bassdrum 7 Plugins haben. Oh, das würde ich mich nicht trauen. Geht auch, ne? Oder? Aber warum nicht? Wenn der Sound es braucht, gerne. Also ich denke, der richtigste Weg ist, so wie das Martin macht und wie ich es ja auch mache mit meinen Produktionen, dass man ganz lange an der Produktion wirklich produziert, also zusieht, dass die Source stimmt, dass man die richtigen Sounds wählt, dass man vernünftig aufnimmt. Das macht ja heutzutage auch kaum noch jemand. Also selbst große Leute, da kriegt man ja teilweise Sachen angeliefert, wo man denkt, mein Gott, hat der in die falsche Seite vom Mikrofon gesungen? Ja, wirklich. Und dass man dann wirklich lange einen Song schraubt und dann gibt es ja auch keinen Mix mehr. Dann zieht man den Song mehr oder weniger runter. Dann macht man noch ein paar Adjustments, dann mastert man vielleicht mal ein, zwei Songs und dann sagt der Mastering, Mensch, seid ihr wahnsinnig, macht doch mal die Ohren auf, dann macht man nochmal eine Korrektur. Ihr kennt doch. Gehst du fremd? Wen bist du? Genau, ja. Ich master selber inzwischen, Andreas. Ich weiß doch. Da gibt es doch diese Plugins von Waves, da machst du mal einmal, zieht mal runter, wie viel brauchst du und dann ist doch gut. Genau. Aber ihr kennt auch dieses Phänomen, also was ich total beeindruckend fand, es gibt im Netz ja die Einzelspuren von Queen, von Bohemian Rhapsody und von anderen Sachen wirklich, angeblich eben wirklich die trockenen Einzelspuren. Das ist so. Und der Hammer ist, du nimmst die, ziehst die in dein Cubase rein, ziehst die einfach nur hoch, machst gar nichts, ist auch eigentlich scheißegal, welches Verhältnis die haben, und du hörst sofort den Song. Genau das ist der Song, genauso wie er klingt. Ist dramatisch. Das Gleiche also gibt es schon so geil aufgenommen. Was? Das Gleiche gibt es übrigens auch von Lady Gaga. Also, und das fährst du auch hoch und es klingt. Ja, natürlich, weil klar, die Sounds wurden im Prinzip vor dem Aufnehmen oder vor dem in die DAW schmeißen schon gemacht. Ich meine, bei Beatles war das auch so. Ja. Wobei, ich glaube, eins muss man fairerweise dazu sagen, wenn du Bohemian Rhapsody oder Lady Gaga aufziehst, dann läuft in deinem Kopf ein Film. Mhm. Und wenn du jetzt die wirklich nebeneinander vergleichen würdest, wäre es wahrscheinlich doch noch unterschiedlich. Ja. Weil ich glaube, die haben schon noch einen Mix auch aufgeräumt und verbessert. Klar, aber die Psychologie bei uns und das Erinnerungsvermögen ist so
krass, dass wir wirklich dann Teile, die wir wiedererkennen, sofort mit anderen verbinden. Also da muss man vorsichtig sein. Okay. Aber trotzdem kann man abkürzend sagen, das Mixing beginnt vor dem Mixing. Der Sound wird vor dem Mikrofon gemacht, genau, sozusagen. Oder vom Input. Oder wenn man Techno macht, eben, genau, dass man die richtige Bassdrum aussucht, den richtigen Synthesound. Ne? Jetzt habe ich mal geguckt, was es an Fragen im Chat gab. Gibt es eine, wie viel Zeit verwendet ihr für einen Mix? Oh Gott, das wird jetzt aber eine ganz, ganz schwere Frage. Ne? Martin, wie lange? Wie viele Jahre hattest du gesagt, arbeitest du an einem Track? Zwischen einem Tag oder zwischen einer Stunde und 4 Jahren. Ah, okay. Ja, nur so grob. Grob. Alles ist möglich, ja? Und der Matthias, der ist ja unter Zeitstress. Wie viel wirst du heute noch mischen? Ach, ne, das Gute ist, ich muss das Zeug gar nicht mischen, ich muss es nur produzieren. Ach so, ja, dann ist ja einfach, weil dann brauchst du ja nicht so viel mischen. Nee, aber es ist so, der Kollege muss ja 50 Songs mischen ungefähr. Der kriegt von mir auch schon alles fertig, also der macht dann noch seinen Senf drauf. Aber ich mische so in der Regel, ich sehe mal zu, dass ich so nach 3-4 Stunden irgendwas habe, was man schon so anspielen kann. Und dann macht man Änderungen, also 1-1,5 Tage pro Song. Mehr ist ja auch gar nicht machbar. Also, alles klar. Ja. Genau. Andreas, ich finde, man muss auch unterscheiden zwischen elektronischer und akustischer Musik. Ne? Also, wenn man jetzt so eine klassische Rock'n'Roll-Band aufnimmt, dann mische ich dir ein Album in 3 Tagen, weißt du? Also, und so diese Elektronik-Sachen oder so Pop-Sachen, die sind ja immer so vertrackt und auch ja, dann passen Sounds nicht so richtig. Das braucht dann nochmal Zeit. Ne? Da hätte ich, ganz ehrlich gesagt, hätte ich genau umgekehrt gedacht. Echt? Weil ich hätte mir vorstellen können, dass bei elektronischen Sachen schon die Sounds soweit gut aufgenommen und schön fertig sind und dass ich bei einer Rockband eben noch lange schrauben muss, bis die Drums gut klingen, ja, der Amp richtig ist. Ich glaube, ihr versteht unter elektronischer Musik jetzt was anderes. Also ich glaube, Matze meinte wirklich Popmusik so, ja, okay, und unter elektronischer Musik denkst du eher an Techno und Minimal und solchen Sachen. Ja. Genau. Also da würde ich dir beipflichten bei diesen Geschichten. Wird wirklich ja schon im Produktionsprozess alles soweit festgelegt und außerdem gibt es da auch kein wirkliches richtig oder falsch. Ja, das ist nur, wie soll es wirken? Jetzt bei einer Rockband, da muss entweder das Schlagzeug gut klingen oder nicht gut klingen. Also da gibt es durchaus richtig oder falsch. Also, war nicht auch eine Frage an dich vom Paul. An mich? Okay. Paul? Hallo Paul. Hallo Paul. Und der wollte von dir nämlich wissen, der sagte, du machst doch auch Sachen für Agro. Ja. Ja. Und was für Besonderheiten gibt es fürs Mixen bei Rap und Vocals? Da muss ich passen, weil ich habe nie für Agro gemischt, sondern nur gemastert. Und fürs Mastering kann ich sagen, also bei den ganzen Hip-Hop-Geschichten bekommen wir ganz oft Stems, das heißt also die Beats, ein Instrumental getrennt von den Vocals. Und da muss ich dann oftmals genau das, was Martin gesagt hat, was sie im Produktionsprozess schon machen, ist jetzt bei dieser Art von Rap ist es halt oft so, oder Hip-Hop, dass der Beat produziert wird und man weiß gar noch nicht so genau, welcher Rapper den dann letztendlich auf sein Album nimmt. Dementsprechend ist es dann oft so, dass die Beats noch ein bisschen geformt werden müssen im Mastering, dass da Platz für die Vocals ist. Mhm. Und das kann ich dann beim Mastering mit Stems dann noch ganz gut machen. Okay. Aber ich muss gestehen, das ist nicht mein Mix-Thema. Also, alles klar, okay. Dann würde mich nochmal interessieren, wie ihr vorgeht. Wir haben jetzt schon mal festgestellt, erstmal ein bisschen aufräumen eventuell. Wir haben aber noch keine Plugins benutzt. Ne? Wir schieben jetzt erst nochmal die Lautstärken hin und her. Fasst ihr Sachen zusammen, zu Gruppen und wie arbeitet man mit Gruppen denn am besten? Da nickt auch schon wieder der Matthias, er weiß wieder was dazu. Naja, ich kann auch Martin beantworten, der macht es ja genauso, glaube ich. Also ich summiere ja auch analog. Ich schieße raus Sachen in 8 Stereo-Subgruppen und 2 Monogruppen. Also bei mir ist Kick und Bass immer Mono. Es geht dann analog raus durch diverse Hardware-Geräte, die immer gleich eingestellt sind. Okay, ganz kurze Zwischenfrage. Der hat nämlich der Don auch gefragt. Bassdrum in Stereo bei Clubmusik oder lieber Mono? Definitiv Mono. Mono. Mono, ja, klar, ist immer besser. Es sei denn, es ist jetzt so ein spezieller Sound, der nur in Stereo funktioniert oder der was Spezielles hat oder vielleicht für eine spezielle Passage oder man kann es ja auch trennen, dass man irgendwie den Hauptsound der Bassdrum Mono hat und dann, dass man nur den Effekt irgendwie
links, rechts springen lässt. Ne? Okay. Na, da sage ich gleich was dazu, weil wenn es um Clubmusik geht, ja, reden wir natürlich auch immer noch von Vinyl. Ja, ja, ja. Und da ist Bässe und Bassdrum auf jeden Fall Mono. Also spätestens beim auf Vinyl schneiden. Absolut. Ja? Und es kommt auch besser im Club. Definitiv. Genau. So, Matthias, immer weiter. Ja, und die, dann habe ich noch 8 Stereo-Subgruppen und die gehen auf verschiedene Kompressoren. Also ich habe da, weiß ich, so Focusrite, Neve und direkt noch alles hier. Schicken Sie uns Ihre Technikliste. Genau, AirDesigns, API und so alles. SSL. Ja, und dann, je nachdem, also angenommen, ich habe jetzt irgendwie einen weichen Sound, dann schicke ich den durch einen harten Kompressor und umgekehrt habe ich einen harten Sound durch einen weichen Kompressor. Und das fasse ich dann alles zusammen auf dem Pult, beziehungsweise mit einem Summierer oder, und ein Pult. Und das geht dann in Wandler und dann geht's ab zum Mastering. Ja, aber Papa, stopp, dann hast du ja 2 Mix-Ebenen. Genau. Einmal den Rechner wahrscheinlich, wo du genau Vorbearbeitung machst und dann bearbeitest du aber die Stems auch nochmal. Genau, aber das mache ich ohne die Stems runterzuziehen, sondern in Echtzeit über Subgruppen. Mhm. Mal an, ich habe jetzt eine Subgruppe nur Vocals. Also ich habe immer so Lead Vocals, 3 Chorgruppen, Streicher, Keyboard, E-Gitarren, Akustikgitarren, Solo-Instrumente, Drums. Und die bearbeite ich dann schon so ein bisschen. Auch natürlich, um Total Recall zu haben. Und die schicke ich dann jeweils an die verschiedenen Outputs raus, wo ich denke, da passen sie ganz gut. Also angenommen, ich habe jetzt ein helles Schlagzeug, das schicke ich dann auf meinem Focusrite raus, weil der ein bisschen dumpfer ist. Okay, dann kannst du aber nur so halb Total Recall machen, ne? Nee, es ist voll Total Recall, weil die Geräte werden nicht angefasst. Die habe ich über die Jahre so eingestellt, dass die Funktion... Das ist jetzt wahrscheinlich gar kein Witz, weil ich habe früher mein Roland-Delay war immer nur auf 1/8 punktiert. Ich glaube, 10 Jahre stand das auf 1/8 punktiert. Ich habe nur noch immer das Tempo geändert. Weil 1/8 punktiert war für mich einfach immer, brauchte ich immer. Immer so ein schönes Delay. Ja, das ist ja auch, ne, man gewöhnt sich ja auch an Sachen und beziehungsweise das wird dann auch sein eigener Sound, ne, so Geräte. Signatur. Signatur, ja. Das ist, ich erkläre das immer so, ich sage immer, wenn du ein guter Künstler werden willst, da müssen sich deine Klangoptionen nicht vermehren, sondern reduzieren. Du musst immer weiter auf den Kern dessen kommen, was dich ausmacht, klanglich. Gut, aber Subgruppen. Martin, du bist ja auch so ein Analog-Summierer seit Neuestem, ja, ne? Machst es ja schon immer. Wie wichtig ist für dich die Arbeit mit den Subgruppen und wie gehst du davor? Ist das generell eine gute Strategie, Sachen zusammenzufassen und die dann vielleicht auch zusammen zu bearbeiten, zu EQen, zusammen zu komprimieren? Und in den Mix zu stellen? Ja, ich mache es ähnlich wie der Matthias, nicht ganz so viele Gruppen. Ich habe eigentlich im Großen und Ganzen normalerweise nur 4 Stereo-Subgruppen, die bei mir aufs Pult laufen. Das sind zusammengefasst die Beats, also die Vocals, die Beats und da kommt der Bass mit dazu, alle Keyboards und Gitarren und nochmal 2 Subgruppen-Effekte und also eine Subgruppe-Effekte. Die fasse ich dann eben als Aux als Aux in im Pro Tools zusammen und bringe sie aufs Pult raus. Und ich nutze die anderen Fader des Pultes dann eher für die ganzen Aufnahmesituationen, für den Kopfhörermix für Künstler, was für mich dann sehr viel einfacher ist. Also ich lege dann irgendwas raus auf einzelne Fader, sodass ich da den Künstler eben dem Sänger zum Beispiel die Stimme lauter oder leiser fahren kann. Und wenn der dann irgendwas mal anders haben, er sagt mal, hier kannst du mir mal die Snare leiser machen oder so oder anders machen oder irgendeinen bestimmten Wunsch hat, dann lege ich die kurzzeitig einfach raus auf eine andere Spur auf meinem Pult und kann sie da EQen, leiser, lauter machen, verändern und brauche sie nachher, habe an meinem Total Recall im Pult nichts mehr zu verändern. Ich brauche sie nur wieder zurückzulegen auf ihren eigentlichen Ausgang. Das ist einfach eine Bequemlichkeitsgeschichte und auch um einen Kopfhörermix zu machen, ohne an den ursprünglichen Mix ranzugehen. Ich hab die Subgruppe Vocals, kriegt nochmal einen eigenen EQ, grundsätzlich so ein bisschen Pultec drauf und ansonsten habe ich eben auch, nutze ich Outboard-Equipment, eben die 4 Engines vom TC6000, hauptsächlich für Räume und noch ein Lexikon. Und auch da, das finde ich jetzt interessant auch, weil es einem schon fast ein bisschen peinlich ist, auch da sind die Einstellungen eigentlich der Parameter, also die
Programme da drauf, seit Jahren immer dieselben. Ich habe einfach... Klar. Don't change a winning team. Eine Einstellung, da habe ich einen kleinen Hallraum, einen mittleren, einen großen und irgendwie irgendwas passt und ich schicke dann das da rein, wo ich dachte, das passt jetzt da ganz gut rein, da passen jetzt die Chöre ganz gut drauf. Interessant, eigentlich ganz ähnlicher Ansatz, wie der Matthias eben auch das gesagt hat. Ist ja, denn sonst ist es ja dann nicht mehr so richtig Total Recall, wenn ich dann überall beim Outboard-Gerät viel verändern muss. Deshalb versuche ich, die so wenig wie möglich anzufassen. Passiert schon mal, dass ich mal sage, ich brauche jetzt mal hier einen ganz besonderen Effekt oder einen besonderen Hall oder was anderes. Aber eigentlich schalte ich das TC nur dann um, wenn ich später übrigens auch noch als, vielleicht als Tipp oder, also für uns hier hat es sehr viel geholfen. Ich mastere eigentlich selber und viele Sachen haben wir auch selbst gemastert, veröffentlicht, bis wir jemanden gefunden haben, der es wirklich noch deutlich noch mal besser hinkriegt als wir. Aber so als Kontrollinstanz finde ich das sehr gut, selber zu mastern. Also ich nehme das TC dann und schalte es dann auf die vier Engines, auf andere Programme um, wenn mein Mix fertig ist, also wirklich in zwei Schritten, nicht gleichzeitig hinten gleich raus, sondern wenn der Mix fertig ist, dann mastern wir ihn gleich, um ihn sozusagen sich unter der Lupe nochmal anzugucken. Und das gibt einem auch relativ viel Aufschluss. Da kann man viele Sachen nochmal verbessern, bevor man es dann dem Mastering-Engineer gibt, der einem wahrscheinlich dann gesagt hätte, gesagt, hier, habt ihr nicht gemerkt, dass die Bassdrum viel zu laut ist oder dass da der Bass zu viel halt. Das siehst du dann nach so einem Vormastern immer ganz gut selber auch. Okay, das ist also noch ein Schritt, den ich nutze, um den Mix zu verbessern. Auf das Thema Übergang vom Mixing zum Mastering. Aber vorher wollte ich den Jonas noch mal fragen. Ich weiß das, dass viele, die mit dem Recording anfangen, über die Konzepte Send-Effekte und Subgruppen nicht so richtig informiert sind. Was hat er gesagt? Wie klärt ihr die Jungs da auf? Was sagt er da? Was ist da erstmal der Hinweis? Naja, wir erklären erstmal den Unterschied zwischen Inserts und Sends. Da hapert es oft schon. Mhm. Und dann muss man sich eben immer entscheiden. Irgendwie habe ich einen Effekt-Send, um das irgendwie auf den Hall drauf zu schicken, oder will ich eine Subgruppe bauen, wo ich direkt den Output dann auf die Gruppe route? Also Routing mit Output, Input und Inserts und Sends ist immer eine ganz interessante Geschichte zu erklären. Also man muss seinen Signal Flow einfach im Griff haben, egal jetzt ob an der DAW oder im Pult. Und das ist meiner Meinung nach eine Sache, die kann man einfach lernen. Das hat jetzt erstmal nichts mit künstlerischen Sachen zu tun. Das ist wie wenn man ein Instrument lernt. Man muss sein Equipment im Griff haben. Und wenn ich weiß, ich will eine Gruppe machen, dann kann ich das nicht versuchen, über Sends zu machen und wundere mich, dass ich dann die Bassdrum irgendwie doppelt auf dem Output habe, weil ich es jetzt über einen Send auf den Bus geschickt habe und es geht noch über den normalen Output. Die Latenzkompensation nicht wirklich funktioniert in deiner DAW, ne? Genau, das ist nämlich Beispiel. Dann das Problem. Deswegen ist die nämlich doppelt. Die sollte gar nicht doppelt sein. So sieht es mich aus. Oh, okay. ist ja auch oft dann schlecht zu kontrollieren, ne? So ein Mix, wenn ich dann in jedem Zug massenhaft Plugins habe und statt einen Send-Effekt auf den Hall zu legen für mehrere Spuren, dann in jedem Spur noch einen Hall habe und noch ein Delay, nicht? Und dann auch das Schlagzeug vielleicht nicht zusammengefasst habe und die Vocalspuren auch nochmal alle separat sind, genau. Dann wird es doch tatsächlich relativ schwierig, da noch irgendwie durchzublicken. Weil man ja auch im Computer immer nur einen Parameter gleichzeitig sieht und im Auge behalten kann, ist das dann schon fast nicht mehr beherrschbar. Und es ist auch unnötig, finde ich. Also man muss ja nicht, wenn man jetzt irgendwie 18 Chorspuren hat, in jede Chorspur den gleichen EQ reinhauen. Dann mache ich die auf eine Gruppe und wenn der Chor ein bisschen zu dunkel ist, dann kann ich den in der Gruppe ein bisschen heller machen und dann ist auch gut. Ne? Und dann habe ich ihn auf einem Fader, wo ich laut und leise machen kann, wenn er zu laut ist oder zu leise. Und dann, das reicht ja oft ja, schon genau, aus. Genau, ganz einfaches Beispiel auch. Du willst jetzt das mehrfach abgenommene mikrofonierte Schlagzeug insgesamt leiser machen. Wenn du dann versuchen musst, auf 4 Softwarefedern oder 6 oder 8 oder 12 dasselbe Verhältnis wieder einfach nur runterzuschieben, ist es viel, viel einfacher und leichter, das in einer Subgruppe zu machen. Ne? Also Subgruppen und Send-Effekte, das sind zwei Konzepte, die gehören zum Mischen. Ne? Wobei du da aufpassen musst. Also wenn du jetzt ein Schlagzeug, Sprecher, endlich. Nein, ich will es nur erweitern. Wenn du jetzt ein Schlagzeug auf eine Gruppe legst und hast aber über AUX-Sense einen Hall angesteuert, ziehst die Gruppe zu, dann bleibt nur der Hall übrig. Okay. Das heißt, du musst unterscheiden zwischen der wirklichen Subgruppe, wo die Signale durchlaufen, und vielleicht einem Gruppenfader.
Das war nämlich das, was du eigentlich wolltest. Ja, ich wollte einen Gruppenfader haben. Ja, also ganz, wo alles dann runter sitzt. Okay. Das heißt also, da sollte sich jeder mal Signal Flow durchgucken, wie geht das hier. Man sollte also, bevor man jetzt sich weiter mit dem Kauf von Plugins oder dem Ausprobieren von Plugins beschäftigt, mal ganz kurz einen Überblick zu verschaffen. Du bist ja ein richtiger Plugin-Hasser. Nein! Natürlich so, nicht. So schlimm sind die doch gar nicht. Nein, so meine ich das auch gar nicht. Aber es ist immer eine Frage der Prioritäten. Ne? Also wenn man das Konzept von der Subgruppe noch nicht verstanden hat oder Insert-Effekte noch nicht nutzt, dann ist das vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen, nachzugucken, wie geht das in Cubase, in Studio One, in Pro Tools, in Logic. Die Systeme werden immer komplizierter, das heißt, man muss eigentlich immer mehr wissen, um wirklich damit sinnvoll umzugehen. Man kann zwar sehr reduziert beginnen, aber man sollte sich wirklich mit dem Thema gut befassen, damit man auch wirklich weiß, was man da macht. Okay, du weißt, was du machst. Das hast du gestern bewiesen, ja, denn wir waren ja bei dir und du hast einen Track von Mondero für uns mal ganz schnell so auf der linken Arschbacke deutlich besser gemacht. Wie sieht denn dieser Übergang aus? Ich meine, Martin hat das gerade eben schon angesprochen. Er mastert selber, um dann eventuell noch Korrekturbedarf feststellen zu können im Mixen. Du machst Mastering primär, mischst aber auch. Wie ist da dieser Zusammenhang zwischen wann hört Mixing auf, wann fängt Mastering an und wo sind da so die Übergänge? Mische ich schon in den Limiter rein oder was mache ich da jetzt? Nee, das sollte man möglichst, man muss immer einfach trennen zwischen sozusagen Home Production und professioneller Produktion. Also ich glaube, wenn jemand eine Home Production macht für sich selber, weil das einfach ein schönes Hobby ist und man hat Spaß und möchte das seinen Leuten zeigen, dann kann man das auch machen. Man kann unter Umständen dann eben auch in einen Limiter mischen, wenn man das gut findet oder so. Da geht es letztendlich ja nicht darum, dass wir ein absolut professionelles Produkt haben, das jetzt sozusagen die Welt trifft und dort dann Gold und Platin geht oder so und vielleicht auf den diversesten Anlagen von Telefon bis Clubanlage gespielt wird. Sobald das aber dann eben ein professionelles Produkt ist, wo unter Umständen dann eben auch viele Leute hören, Radio, Fernsehen, wie auch immer, ist es eigentlich natürlich wichtig, eine zweite Meinung zu haben, beziehungsweise ein zweites Paar Ohren. Und ich denke, das ist bei Martin auch der Fall. Also er kann das bestimmt. Da habe ich überhaupt keine Zweifel dran, dass der wirklich ganz hervorragend mastert. Aber er hat anscheinend jemanden gefunden, vielleicht verrät er uns irgendwann auch noch, wer das ist. Hans-Philipp Graf in HP. Natürlich. Der einfach, wenn der einen Track bekommt, ist er eben nicht 4 Jahre mit dem schwanger gegangen, sondern geht damit komplett fresh ran und hat eine Idee, wie er das machen könnte und gibt dem Ganzen vielleicht eben noch einen Kick mehr, weil er einfach frisch ist. Unter Umständen auch mit anderen Gerätschaften natürlich. Aber das Wichtigste ist wirklich zu sagen, okay, ich höre jetzt Dinge, die ich verbessern kann. Und wenn man als Produzent so lange mit etwas beschäftigt war, fällt einem das immer schwerer. Wie wir das letzte Mal auch schon besprochen haben, ist, er hat ja auch eine andere Umgebung. Das heißt, da treten andere Sachen auf. Das heißt, er hat ein anderes Monitoring. Das ist jetzt für mich ein kleines bisschen anderes Thema, weil ich möchte eigentlich auf den Punkt kommen, wo wir wissen, dass Lautstärkeverhältnisse ändern sich potenziell durchs Mastering. Ja und nein. Also wie gesagt, das kommt immer darauf an. Ein bisschen. Matze, was? Ja. Was ist denn jetzt? Du hast schön gemischt, es wird von jemand anders gemastert, eventuell im schlimmsten Fall noch von der Plattenfirma. Ja. Und dann stellst du fest, dass dein Mix nicht mehr so ist, wie er sein sollte. Wie ist da für dich das Verhältnis zwischen deinem Mix und dem Gemasterten da? Ja, ist klar, das kommt auch schon mal vor, aber dann hat man ja auch die Möglichkeit anzurufen und zu sagen, komm, wir machen nochmal einen Gang. Also. Ja, wirklich? Das ist ja eine Option, die besteht heutzutage. Ich habe deine Telefonnummer gelöscht.
Ja. Na klar, das passiert natürlich. Ja. Also wenn ich für Matze master, dann passiert es natürlich, dass ich vielleicht einen Schritt zu weit gehe und er sagt, nee, so hätte ich es vielleicht nicht so gerne. Ich möchte gerne diese Elemente. Und da geht es nicht nur darum, irgendwie mach mal weniger 33 Kilohertz, sondern da geht es darum, welche Elemente dem sozusagen wie immer emotional einfach das richtige Gefühl geben. Und er sagt, geh mal einen Schritt zurück da oder ich hätte gerne, dass das und das wieder mehr vorne sitzt, ja. Okay, hast du denn, Matthias, dann beim Misch schon einen Limiter oder einen Kompressor in der Summe? Ja, klar, also ich mische in meine Kompressoren rein, meine 5-6 Stück und habe nochmal einen Summenkompressor von A-Designs, diesen Nail. Mhm. Aber da fange ich so 1 dB, 1,5 dB ab, nur um so ein bisschen Spaß zu haben und so ein bisschen nochmal zusammenzuschieben. Und höre aber ab, wenn ich was zum Kunden schicke, Hinterbandkontrolle. Ich habe noch einen zweiten Rechner, da läuft nur Endo drauf. Und da habe ich Hinterbandkontrolle mit MD3 von TC und Slate FX mit Vollgas, damit der Kunde auch wirklich einen Mix kriegt, der einfach nicht mehr lauter geht. Ne? Das ist auch schon. Ja, du Schwein. Ja. Das ist das. Ist doch klar, die kriegen einen Mix, einen MP3 und vergleichen das gerade mit, was sie im iTunes haben. Und heutzutage hören es ja auch viele Leute, wenn du was wegschickst. Also es ist ja nicht so, dass der Künstler das hört, das hört der Manager, das hört die Frau vom Künstler, das hört der von der Plattenfirma der eine, dann hört es der Fahrer im Auto und der sagt, das andere war aber schöner. Das klingt gar nicht wie eine richtige CD. Ja, genau. Und dann vergleichen sie, ja, guck mal, wir hören jetzt hier gerade, weiß ich nicht, Lady Gaga. Ach, das ist aber schön laut. Klingt furchtbar manchmal sogar, aber so ist die Wahrheit. Ne? Ja. Und darum muss ich immer Sachen rausschicken, die einfach nicht lauter gehen. Da freut sich der Mastering-Engineer, hat schönen Hals, weil alles schon fertig ist. Nee, von ihm kriege ich ja immer die unlimitierten. Ach so, das ist der Kunde kriegt was anderes. Klar. Martin, du nickst da. Ist das bei dir auch so? Auch wenn wir selber mastern und um es dann rauszugeben oder jemandem vorzuspielen oder zu bringen, kriegt er natürlich das von uns Gemasterte. Und der Mastering-Engineer kriegt das völlig Unbearbeitete, natürlich. Was heißt denn völlig unbearbeitet? Gar nichts drauf auf der Summe? Nein, also, ich hab noch nicht mal in der Summe noch ein Limiter drin. Ich habe gar nichts drin. Ja. Also wirklich so minus 6 dB Peaks sind das so etwa, so kommt beim Mix an. Okay, schon noch ganz jungfräulich. Also in der Summe unbehandelt. Natürlich sind in den einzelnen Stems oder die einzelnen Kanäle schon, sind da Kompressoren teilweise auch schon Limiter drauf bei manchen Instrumenten. Aber grundsätzlich ist das noch ein sehr dynamischer Mix, den ich da abliefere. Also ich habe auf der Summe, wie gesagt, auch nur ganz wenig. Das 1 dB ist ja auch fast nichts. Ja, und das auch sogar dazu gemischt, also mit 70%. Matze, du hast aber einen Kompressor da drin, oder? Davor, ich habe eine Subgruppenkompressoren, klar. Ja, klar. Also da geht es um die Verdichtung des Materials und nicht um Lautheit. Mhm. Es geht um den Sound, um den Glue sozusagen und nicht um Lautheit. Man versucht immer, das zusammenzuwürfeln, aber es sind zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Genau wie Matze das sagt, er hat seine Kompressoren, um einen gewissen Sound zu erzeugen, um eine gewisse Dichte zu erzeugen im Mix, im Arrangement. Schickt das dann aber im Prinzip dann nochmal durch eine Mastering-Kette, wo auch ein Limiter ist, um es laut zu machen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Okay, alles klar. Aber jetzt müssen wir haben ja jetzt schon eine Stunde verquatscht hier, aber mir fällt noch, und du hast keine Zeit, aber mir fällt nämlich jetzt noch eine Sache. Ich wollte ja gar nicht kommen. Du wolltest gar nicht mal Matze, du bist schuld. Weil du ja auch noch Kundschaft hast, die du heute befriedigen möchtest. Weil wir haben ja ein Thema, dieses ganze Komprimieren und Kanalkomprimieren und Einzelsachen noch nicht so angesprochen, ist ja, ne, Jonas, auch so ein Thema. Ne? Jeder schmeißt am liebsten gleich erstmal überall Kompressor, EQ, Zeugs rein. Was erklärt er denn dann euren Schülern, Studenten, wie sie damit umzugehen haben? Wann ist denn das überhaupt deiner Meinung nach nötig? Nicht in jedem Kanal, aber welche, wo würdest du sagen, das sind so Instrumente, da ist es fast immer nötig, ein bisschen. Na, bei Bass zum Beispiel. Bass, ja. Das kommt immer auch drauf an, was vorne reinkommt durch die Mikrofone. Also ich komprimiere meistens ziemlich stark die Räume von den Drums, weil ich da drauf stehe, dass es schön knallt. Ich komprimiere meistens ein bisschen die Vocals, den Bass auch. Aber ich versuche auch immer viel
bei Vocals zum Beispiel mit kleinen Automationen zu machen. Wenn jetzt ein S-Laut zu laut ist oder ein Laut in einem Wort generell, dann automatisiere ich den lieber einen Ticken runter, ziehe einfach die Region ein bisschen im Input-Gain runter, anstatt da gleich mit einem Kompressor dran zu gehen. Natürlich kommen wir nicht um Kompressoren drumherum und die machen ja auch Sound, wie Andreas schon gesagt hat, zum Verdichten und zum Zusammenfügen, aber ich versuche da immer ziemlich vorsichtig zu sein meistens, außer ich will eben einen Sound, der völlig gesmashed ist. Höre ich sowieso heute so ein bisschen raus, auch in unserer Runde. Es wird viel wenig gemacht, ne? Ja, das, ja, das wäre so mein... Der Home-Recorder mag immer gerne viel, viel machen, habe ich so manchmal das Gefühl. Ja, man wird dazu verleitet, ne? Ist ja auch okay. Also ich meine, wenn es ihm gefällt. Also man darf einfach nicht dogmatisch rangehen. So viel wie nötig und so wenig wie möglich. Verstehst du? Okay, also es geht immer darum, wenn es gefällt, also wer ist der Entscheidende, ob ich jetzt eben 7 Plugins auf der Bassdrum habe, wenn die hinterher klasse klingt und es ihm gefällt oder es vielleicht auch scheiße klingt und es ihm gefällt, na, dann ist es halt so. Mhm, ja? Vielleicht hat er ja einen neuen Trend gekriegt. Vielleicht hat er ja auch eine Abhörer, wo er das überhaupt erstmal hört. Ne? Wir haben ja gestern diese 60.000 Euro Lautsprecher bei dir in meinem Studio gehört. Psst. Das hat... Ah, die waren furchtbar, oder? Ja, die rocken ganz schön mittlerweile. Ja, war nicht so schlecht. Also wir fanden es nicht so schlecht. Es war schon okay. Vielleicht nicht ganz in meinem Budget, aber... Ich finde generell, so als Credo kann man sagen, was gut klingt, darf gemacht werden. Also wenn die 7 Plugins eben, wie gesagt, gut klingen, dann ist okay. Aber man muss halt seine Ohren trainieren und gucken, dass man... Ja, da soll man sich drauf verlassen. Und es gibt halt generell keine Regeln. Ich habe in dem Forum hier auf deiner Seite viel gelesen, die ganzen Fragen, soll ich irgendwie parametrischen EQ nehmen oder was da und so. Es gibt generell keine Regeln. Wenn es gut klingt, mach's. Und wenn es scheiße klingt, dann lass es. Und wie lerne ich das am besten? Na, indem du übst. Ohren auf. Machen, gegenhören. Die Ohren, ne? Das mit dem Hören, das haben wir ja... schon öfter festgestellt auf unserem Sender, dass das Hören oft das Problem ist. Die Abhörer. Die Geräte. Also. Ja, das Hören generell, also die Abhöranlage, die Abhörsituation, der Raum. Wandler. Bitte? Wandler, ja. Wandler. Auch so wichtig. Wandler sind das Problem und dann auch einfach das Training der Leute, dass sie sich eben, dass man so ein, ich finde, was immer wichtig ist, dass man einen Abstand hat zwischen diesem Subjektiven. Ja, aber dass man auch mal lernt, analytisch zu hören. Ne? Also wenn wir zum Beispiel mal Geräte A, B vergleichen im Blindtest, dann fällt einfach auf, dass die Leute das als höherwertig oder teurer oder besser empfinden, was sie subjektiv jetzt, weil es ein bisschen mehr Höhen hat oder ein bisschen mehr Bass hat, dann sagen, oh, das gefällt mir besser. Oder natürlich immer, wenn es lauter war, das war dann auch immer besser. Und ich versuche immer, wenn ich Sachen vergleiche, auch auf Details zu achten. Wie lang ist der Ausklang der Hi-Hat? Kann ich da im Hallraum mehr hören in dem einen oder anderen? Dass man sich einfach mal versucht, da ein bisschen auszubilden. Matthias, fällt dir da was zu ein? Nee, definitiv. Mitten und Transienten ist das, was am meisten fehlt heutzutage. Ne? Weil alles immer irgendwie so hochgeballert ist, so lautnismäßig. Zu viele Bässe, zu viele Höhen, Multiband-Kompression. Und die meisten Geräte, finde ich, da merkt man, ob die gut sind, wie sie mit den Mitten umgehen. Mhm. Transienten auch. Alles klar. Ja, jetzt würde ich sagen, sind wir mehr oder weniger schon fast am Ende unserer Runde. Ich würde jetzt aber gerne noch von jedem von euch wissen, was wir zum Thema Mixing vergessen haben zu erwähnen und was doch noch ein wichtiger, kleiner, kurzer Tipp wäre. Wer möchte zuerst? Okay, gibt gar keine Tipps mehr. Ganz einfach, don't fix it when you mix it. Okay, don't fix it in the mix. Genau, und nee, das kann man wirklich sagen. Ja. Gut produzieren und... Also wir würden unisono sagen, dass vor dem Mischen eine ganze Menge machbar ist, um dann nachher beim Mixen nicht so viele Probleme oder zum besseren Ergebnis zu kommen, oder, Andreas? Ja, naja, klar. Also ich meine, wie gesagt, es gibt keine Regel und es gibt nur die Regel, das, was gefällt, das ist gut. Mhm. Und es muss auch nicht jedem gefallen. Das ist auch wichtig. Also Kunst
darüber reden wir letztlich, ist sehr divers. Also kann jeder sogar kann gerade polarisierende Sachen. Absolut. Sind immer, also ich meine, ja. über den Sound einer Red Hot Chili Peppers kann man sich streiten, aber man muss es nicht. Ja, also man kann das einfach so nehmen, wie es ist, und ob ich jetzt eine megafonartige Stimme habe oder nicht, ist völlig egal. Das ist genial. Und die einen mögen es, die anderen nicht, und deswegen ist es gut. Genau. Ja. Also chillen, ne? Ruhig bleiben, sein Ding machen. Ding machen. Ja, sein genau. Ding machen. Alles klar. Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Oder? Mach dein Ding. Ding, ding, ding. Super. Gut, dann bedanke ich mich, dass er heute dabei war, obwohl er mega DSDS-Stress hat beim Matze, der den weiten Weg von der Couch an der Mauer, ehemalige Mauer, bis hierher nicht geschafft hat. Vielleicht das nächste Mal, ne? Ja, tut mir leid. Machen wir nächstes Mal. Ja, war super, dass du dabei warst. Und dann bedanke ich mich noch beim Martin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gern. Dabei zu sein. Klasse. Und dann hatten wir noch den Jonas, der hinten schön in der Deko der Akustikmodule, die ich auch empfehlen kann, die hier auch stehen, ja. Die habe ich auch. Hey, alles klar. Wow. 10 Stück. Da stehen meine Boxen drauf. Ich habe mal meine Bierkästen drauf abgestellt. Der Alex von Hansa hat auch welche gekauft jetzt. Alles klar. Okay, da haben wir doch die Werbepause ganz hervorragend am Ende noch reingebracht, oder Jonas? Wir wussten nicht, wo wir die Fernseher raufstellen sollten. Darum haben wir. Oh Mann. Ja, danke Jonas, dass du dabei warst. Bitte dass gerne. Das auch noch geklappt hat, ne, mit dem anderen Internetanschluss, und hat ein gutes Bild, einen guten Ton von dir. Vielen Dank. Genau. Super. Dann bedanke ich mich beim Andreas, dass er dabei war, der aber angelockt wurde von mir mit einem guten italienischen Mittag, den wir jetzt gleich zusammen einnehmen werden, oder? Super, ja. Nachdem es ja gestern nicht geklappt hat, ja, werden wir heute es uns lecker schmecken lassen. Im Gegensatz zu euch, ihr müsst im Studio hocken und weiterarbeiten. Genau. Ich habe noch eine Stunde. Das schaffen wir gerade 45 noch, ne? Minuten, ja. Wenn wir dem Italiener sagen, dass er da ein bisschen presst. Gib mal Gas. Ja. Gut, wir geben Gas. Diesen Stream hier so schnell wie möglich als Aufzeichnung allen auf MusicTalk zur Verfügung zu stellen. Wir machen am nächsten Donnerstag wieder Stammtisch, News der Woche. Und haben uns überlegt, ob wir vielleicht 14-tägig so einen Praxistalk an den Start bringen können. Das nächste Thema müssen wir uns noch überlegen, was uns da Schickes zu einfällt. Aber vielleicht habt ihr auch Kommentare, die ihr schreiben möchtet, und habt vielleicht eine Idee, was wir hier im nächsten Praxistalk thematisieren können. Und Montag 6 Uhr hier auf diesem Sender angezerrt. Da könnt ihr sehen, wie ich mit dem Wolfgang Pohl im Just Music in der Gitarrenabteilung den Ampeg GVT 512 anchecke. Und bis dahin. Stimmen. Und bis dahin sag ich: Make more music mit MusicTalk. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.